Von Yetis gefressen werden ist nicht so toll, aber Crash hat damit schon Erfahrung. Willkommen zurück zu Let's Replay Crash Tag Team Racing. Ja, die Yeti-Sequenzen haben wir da uns da drüben schon alle angeguckt. Jetzt gilt es endlich mal, überhaupt irgendwie weiterzukommen in dieser Welt. Und das sollten wir irgendwo schaffen, wo ich jetzt gerade gar nicht mehr hinkomme irgendwie. Sag mal, wo waren wir? Bin gerade ein bisschen orientierungslos mal wieder. Habe ich da schon wieder irgendwas erstellt, was ich brauchte? Ja, sag mal, wo waren das? Das war da oben, ne? Wie komme ich denn da hin? Ich bin gerade echt ein bisschen verwirrt. Wie waren das jetzt? Ich brauche mal ein bisschen Überblick gerade. Da oben komme ich. Genau. Wie komme ich da hin? Wie kam ich denn da hin? Ich bin gerade irgendwie echt ein bisschen verwirrt. Wie bin ich da hingekommen? An diese Stelle da. Ach, von da hinten kann man kommen, aber bin ich nicht irgendwie gerade total andersrum gelaufen oder so? Oder? Keine Ahnung, wie genau ich da gerade hingekommen bin. Ich weiß nur, wie ich da jetzt wieder hinkommen kann. Also in der Theorie. Ja, aber ich bin doch gerade von ganz woanders gekommen. Das verstehe ich gerade nicht so ganz. Wie ich gerade da hingekommen bin. Hab ich da irgendwas hingeflitscht oder so? Ist die jetzt nicht mehr aktiv oder? Ach, die brauchen, glaube ich, so lange, um zu kommen, ne? Nö, die sind nicht mehr aktiv, die Säcke. Ja, leck mich doch. Kann ich die nicht wieder hier irgendwie aktivieren? Oder ja, ich kann einfach da das Ding benutzen. Um dann auf die andere Seite zu kommen, und ich kann mir das sogar einfacher machen. Oh. Oh, Crash. Ich hasse es. Gehe ich halt nochmal zurück und gehe dann nach vorne. So. Okay. Da muss ich hin. Ja gut, dann bringen wir mal. Nein, noch nicht. Moment. Erst wenn das Ding wieder oben ist, springen wir da drauf und dann. Ich treffe das Ding eh nicht. Es war so klar. Komm, dann springen wir erstmal da drauf. Das Ding treffe ich, ist klar. So, okay. Ja, zurück. So, genau. So, und hier war das ja jetzt. Jetzt muss ich ja nur darüber, genau. Und dann sind wir da. Mein Gott. War das jetzt überhaupt? Ja, das war hier. Aber von wo bin ich jetzt gerade gekommen, würde mich interessieren. Ich bin noch nicht von da hinten gekommen, das kannst du mich erzählen. Ich bin von irgendwo anders gekommen. Das war sehr merkwürdig. Bin ich hier vielleicht hochgesprungen mit Kisten, die ich dann zerstört habe, mutwilligerweise? Das kann durchaus sein. Ich dachte nämlich eigentlich so von wegen, ja, die Kisten brauche ich nicht mehr. Dachte ich zweimal. Einmal bei der Kacke da, wo ich den Wumbo zu spät eingesammelt habe. Also, das heißt zu spät, aber... Es hätte mehr gewartet, wenn ich ihn früher gesammelt hätte, aber... Ja. Vorher hatte ich halt auch schon mal so einen Fail. Und jetzt muss ich einfach nur da drauf springen, oder? Bin ich doof. Ja, aber das habe ich gerade nicht geschafft. Super. Kann ich das schaffen? Ich muss das schaffen. Es geht nicht! Ich lande wieder oben, bitte. Hä? Ich habe Angst, dass der Dingsbums mich gleich tötet. Ja! Oh mein Gott. Ich hab's geschafft. Der Kristall ist uns. Oh Gott. Ich hoffe inständig, dass hier keine Hühner sind, aber wie ich das Spiel kenne, werden genau hier Hühner sein. Naja. Lassen wir uns überraschen, würde ich sagen. Wir nehmen wieder die Abkürzung, beziehungsweise den einzigen Weg zurück, weil die Dinger sind ja deaktiviert. Springen hier in den Geysir rein. Machen den ganzen Weg nochmal, damit wir jetzt hier runter können. So. Und jetzt reden wir mit Crunch und geben ihm seinen Teddy zurück. Pinky Bear, wo warst du nur? Crunch ist so glücklich, dich zu sehen. Rein in die Tasche und sprich nie wieder mit Fremden. Oh, Crash. Crunch ist so glücklich. Ich könnte platzen. Huha! Hier ist dein Kristall. Geh und mach was kaputt. Geh und mach was kaputt, okay? Ja. Weiß ich nicht, ob Crash oder was? Ich weiß es ja nicht. Naja, okay.
Also wir werden jetzt erstmal kurz, wie erwähnt, Nina ihr Drive-Thru-Kostüm geben und von ihrem Job berichten. Und dann werden wir erstmal die Hühner-Herausforderung, denke ich mal, machen. Das ist, glaube ich, jetzt... Ich glaube, wir haben jetzt einen Überblick über die ganzen geheimen Orte hier in T-Rex. Ich glaube, das kriegen wir hin. Und dann kümmern wir uns um die Rennen. Wäre ganz schön, wenn wir das noch in... Oh. Was? Schon wieder? Wir stehen hier mit den mutigen Teilnehmern, um in der Halbzeit erste Eindrücke vom Ereignis zu erhaschen. Ich weiß noch nicht genau, was es ist, Leute, aber irgendetwas stinkt hier gewaltig. Jemand oder etwas fummelt hier an den Strecken rum. Und das sollte ich sein. Hier steckt mehr dahinter, als es scheint, meine Liebe. Du hast recht, Pasadena. Es gibt einfach zu viele Zufälle bei den gestohlenen Energieedelsteinen. Da muss es ein Muster geben. Oder so. Na, das ist im Kasten. Bill, zur nächsten Szene. Ja, okay. Das war jetzt eine Sequenz, die wir jetzt gesehen haben, weil wir jetzt den Edelstein schon eingesammelt hatten. Wir könnten jetzt ja theoretisch schon zu Tumtown und könnten die Strecken jetzt total überspringen, weil wir schon genug andere Kristalle gesammelt haben und diese Strecken jetzt dafür... Also normalerweise braucht man halt die Kristalle aus von den Strecken, damit man überhaupt weiterkommt, aber weil wir jetzt so oder so schon genug Kristalle hatten, war das jetzt völlig egal. Die Strecken müssen wir eigentlich nicht mehr fahren, was irgendwie witzig ist. So, hier war ja relativ weit unten, Nina, ne? Irgendwo hier müsste sie jetzt gleich sein. Hier ist noch ein Klutsch, das heißt, Nina müsste da gewesen sein. Da ist sie. Oh, sorry. Geschafft? Du hast den Job? Oh, Crash, du bist ja so naiv. Mit diesem Job werde ich meinen Traumwagen kriegen. Ein Fahrzeug mit solcher Kraft, dass es mich zur Geisel der Rennstrecken und zu einem Albtraum macht, wie noch keinen Cortex zuvor. Oh, verschwinde! Ich glaube, das hast du ein bisschen fehlverstanden. Du bist bei McDonald's an der Kasse. Also, an der Drive-Thru-Kasse, ne? Also, so viel wirst du davon nicht leisten können. Aber immerhin den Wagen. Das ist ganz Neues, eigentlich. Soll mal einer sagen hier, der McDonald's-Moment ist schlecht, ja? Okay. Gut, das war's dann aber auch eigentlich für die Welle, oder? Nö. Irgendwen habe ich noch nicht glücklich gemacht. Wer ist denn das? Ne. Ich habe eigentlich jeden glücklich gemacht. Aber irgendwie will mir das Spiel gerade nichts anzeigen. Ah, ich glaube, ich muss jetzt tatsächlich noch mit den Hühnern reden, ne? Ich glaube, ab jetzt muss ich tatsächlich mit den Hühnern reden. Weil die jetzt noch irgendwie dazu zählen oder so. Wo waren die denn? Die waren an irgendeinem... Da waren sie. Genau, die wollen nämlich jetzt auch noch was haben. Dummerweise. Voll doof. So. Der alte Stewie-Doo braucht deine Hilfe. Das ist so. Stew ist mal wieder im Hühnerhaus rumgerannt und so ein dummes Huhn hat seine Eier überall rumliegen lassen. Wenn ich die Eier nicht finde, killt mich meine Frau. Hol mir die Eier, Junge. Es wird dein Schaden nicht sein. In Happily Ever Faster Eier für Stew suchen. Wieso muss ich das in Happily Ever Faster machen? Ist doch kacke. Was ist das jetzt? Das ist der Lauftester, ne? Ja, die Liebe. Ich überlege gerade ernsthaft, ob ich jetzt erstmal Happily Ever Faster nachholen will. Ich glaube, das mache ich. Schade, ich dachte, wir können die Hühnerherausforderung jetzt noch in dem Part. Ach nee, komm, wir machen jetzt die Hühnerherausforderung, ganz ehrlich. Danach können wir immer noch nach Happily Ever Faster zurückkehren und das machen. Aber ich würde jetzt einfach gerne die Hühnerherausforderung hinter mich bringen, weil ich momentan T-Rex noch ganz gut kann, also beziehungsweise ich kenne T-Rex ganz gut und deswegen will ich jetzt auch erstmal meine Prüfung quasi ablegen, damit ich das hinter mir habe. Weil Hühner-Herausforderungen sind nicht so besonders nice, aber... Also eigentlich sind sie schon ganz cool, weil sie sind halt ein bisschen schwieriger, kniffliger, man muss einfach nur... Man braucht eine gute Route, man muss einfach einen Überblick haben. Und das ist eigentlich echt ganz nice. Aber es ist halt nicht ganz einfach und deswegen teilweise ein bisschen lästig. Kann man eigentlich schon so ein bisschen mit den Seilen aus Skyward Sword vergleichen. Die ich ja eigentlich auch in der Theorie wirklich ganz cool finde. Weil man halt so einen Zeitdruck hat und Panik und so paranoid und sowas, aber es ist irgendwie halt trotzdem cool. Gerade dadurch.
Also früher habe ich auch die Sirenen zum Beispiel nicht gemocht. Da hätte ich wahrscheinlich auch sowas nicht gemocht, aber was mittlerweile finde ich es eigentlich ganz cool, dass man so eine Möglichkeit hier hat. So, der war, das Huhn war da oben. Deswegen gehen wir wieder dahin. Hier muss ich jetzt nichts mehr finden irgendwie. Na komm, wir gehen nochmal zurück. Wir gehen nochmal zurück, genau. So, aber zum Glück ist alles hier genauso getimed wie gerade, wo ich gestorben bin. Das heißt, wir müssen jetzt nicht wieder Ewigkeiten warten. So. Ich hoffe, ich habe bisher noch keinen Bereich übersehen, irgendwo, wo ich noch hin musste. Den ich noch nicht kenne quasi, wo ich noch nicht weiß, wie ich da hinkomme. Ich glaube nicht, dass das im First Try was wird, wenn ich ehrlich bin. So, hier waren Hühner, habe ich gesehen. Nö, irgendwie nicht. Gut, dann nicht. Ah, Leute. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keinen Plan, wie ich die einsammeln soll hier, ne? Überhaupt keinen Plan. Ja, lass mich doch ein bisschen... Mein Gott. Ich glaube, es wäre am cleversten, erstmal nach hier zu gehen. Also, wie gesagt, hier sind so ein bisschen die Hühner, die einem so ein bisschen Zeit bringen können. Ein paar Bonushühner, komm. Kommt her, ich komm. So, waren hier jetzt noch welche? Wo habe ich hier was gesehen? Nein, bitte. Gehen wir erstmal da weiter. Oder sollen wir erstmal das mit dem Geysir machen? Ich bin jetzt hier schon mitten im Geschehen, deswegen gehen wir jetzt einfach weiter. Und gucken, wie weit hier jetzt noch das Ganze geht bei den Chicken. Werden hier welche sein? Ich weiß es nicht. Sollte man vielleicht vorher mal checken. Natürlich sind hier welche. Also meine Befürchtung bestätigt sich. Aber da, wo der Kristall war, ist glaube ich nichts. Wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, jetzt muss ich auf den Dings warten. Wie heißen die nochmal? Ich wusste das mal. Diese Flugsaurier. Jetzt können wir hier runterspringen. Ist ja dann kein Ding. So, dann sind wir vor der Teergrube. Nicht vor der Teergrube, vor fossilen Fiasko. Ja, hau ab. So, war hier was. Hier war sicherlich auch noch was da oben. Der Gletscher aktiviert. Oder kommt da jetzt erstmal wieder... Nee. Vielleicht ist da auch nichts, weil da jetzt wieder die Leiter nicht da ist. Ich weiß ja nicht, wann die Leiter aktiviert wird, um ehrlich zu sein. So, wir haben jetzt bis dato hier alles abgeklappert. Deswegen würde ich sagen, machen wir so, dass wir jetzt tatsächlich an den Anfang zurückgehen. Und dann da weitermachen später. Weil das hier ist nicht so ganz einfach. Sag ich mal. So, das war eigentlich ganz nice, weil ich brauche hier erstmal alle Hühner. Das heißt, ich werde mich jetzt hier ein paar Mal sterben lassen müssen, weil ich alle Hühner brauche. So. Das ist, glaube ich, alles, was man hier auch so machen kann erstmal. Ich bin so unentschlossen, wo ich jetzt hin soll. Geh ruhig mal runter. Ja, bei dem Heini hier, hier ist aber nichts. Gut, aber dann haben wir jetzt immerhin hier die Hühner schon mal. Müssen wir nochmal irgendwie den Schalter aktivieren oder so? Selbst wenn nicht, wir machen es mal. Damit wir darüber kommen. Falls wir den Schalter sonst nicht hätten aktivieren können. Aber es waren hier, oh, es waren hier aber relativ wenige Hühner, oder? Also ich glaube, in Astroland waren es, glaube ich, so am wenigsten. Bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ich würde gerne darüber. Die sind wieder deaktiviert. Schön. Wo springe ich eigentlich hin? Oh, es hat geklappt. Die sind nicht deaktiviert. Haben nur sehr lange gebraucht. Das war knapp, ja. Gebe ich gern zu. Also nicht gern, aber... Kein Problem mit. Komm her! So, okay. Soweit eigentlich alles noch im Rahmen. Natürlich die auf der Seite da, wo ich jetzt noch nicht war. In diesem Teilbereich wird noch ein bisschen schwierig. Vielleicht hätte ich den doch zuerst machen sollen, so, bevor ich das hier jetzt mache. So sind hier erstmal alle. Da oben ist noch was. Von hier aus komme ich aber noch nicht dahin, ne? Genau. Das heißt, wir müssen tatsächlich erstmal da rüberspringen. Komm. Und hier alles machen. Und dann können wir zurück zum Anfang und dann können wir da alles machen. Nein. Das ist eigentlich ganz praktisch. Nein. Ich mache schon wieder denselben Fehler. Ich muss zurück und dann nochmal neu Anlauf nehmen. Sonst macht diesen Kacksprung. So. Hier in dem Geysir sind zum Glück keine Hühner. Alles wunderbar. Gehen wir jetzt hier zurück zum Anfang. Na, wobei, hätte ich da oben nicht... Moment. Ach, egal. Ich brauche hier die Hühner erstmal. So oder so.
Aber hätte ich ja nicht noch was machen müssen, eigentlich? Meine Route ist auf keinen Fall perfekt. Das kann man schon mal festhalten. Ist jetzt dauerhaft aktiviert? Nee. Nee, gut. Wäre natürlich zu schön gewesen. Da oben beim Pinky Base aber nichts. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal tatsächlich auf die andere Seite. Wobei, wo sind denn da jetzt noch die restlichen? Das kann ich jetzt eigentlich nicht machen. Dann kommen wir nicht mehr zurück. Ach, egal, komm. Machen wir erstmal hier weiter. Was mache ich eigentlich gerade? Ich muss... Na, das ist gut. Denn ich muss auf jeden Fall schon mal hier rauf. Nein, muss ich nicht. Hier ist nichts. Egal. So, Gott, 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 Gott. Ich hasse es, ne? Ich habe hier keinen Überblick. Geh runter, mein Gott. So, und hier kann ich mir jetzt fallen lassen? Jawohl. Ich weiß nicht, ob da oben noch was war. Ich meine nämlich nicht. Also ich meine, dass man das hier nicht machen muss. Eieieiei. Aber das hier muss man machen. Das habe ich vorhin nicht gemacht, weil es unnötig war. Immer nur einen Sprung. Spart Zeit. Und reicht ja auch so. Oder war da jetzt noch was? Doch, da war, glaube ich, echt noch was. Ich will da nochmal runter. Nur sicherheitshalber. Falls da wirklich noch was war. Ich meine nämlich, da war noch was. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Und ich habe leider nicht so viel Zeit, das jetzt eigentlich auszuprobieren, muss ich sagen. Aber wie gesagt, ich habe eigentlich eh nicht gedacht, dass das im First Trash machbar ist für mich. Ich muss da drauf, dankeschön. Das wäre jetzt wichtig. Komm, fahr hoch. Ich wette, es ist alles umsonst. Ne, da sind Hühner. Wunderbar. Alles richtig gemacht. Habe ich mich richtig erinnert. Das war jetzt echt wichtig. Sonst hätte ich eine Menge Probleme bekommen. So, da sind keine Hühner, sehen wir auf der Minimap. Stimmt, die könnte ich auch einfach mal öfter benutzen. Mache ich leider echt zu selten. Weil ich mir denke, joa, ich werde schon sehen, wenn da was ist. Hier war noch irgendwas irgendwie so, nö, nö. Gut, 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 gut. Ich muss mich ein bisschen beeilen, ne? Sieht man, glaube ich. So, dafür ist jetzt natürlich da. Ist mit der Plattform wichtig. Spielen wir mal drauf und fahren direkt wieder weiter. Nein, nein, nein! Uns fehlen noch gar nicht mehr so viele Hühner. Aber jetzt läuft uns langsam die Zeit davon. Vor allem weiß ich gerade nicht, wo wir hin müssen, mein Gott. Oh. Ich war jetzt, glaube ich, einen zu weit unten, richtig? Ich glaube, hier hätte ich übersehen. Ich muss mich jetzt beeilen. Vor allem muss ich, wie gesagt, noch zum anderen Ende der Welt. Und das wird jetzt das Problem sein. Ich hätte es doch erstmal andersrum machen sollen. Also erstmal wirklich da. Ja. Komm, fahr zurück. Ich muss zu dem einen Huhn. Dann muss ich da noch die restlichen Hühner hier sammeln. Oh Gott. Vor allem weiß ich jetzt nicht, wo hier die restlichen Hühner sind. Ach, unten. Ich war unten noch gar nicht. Ganz unten. Also erstmal hier. Das ist ein Zwischenteil. Und jetzt hier ganz unten. Hier waren nämlich auch noch welche, genau. Nein, nein, nicht darunter. Nein, 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 nein. Muss hier noch welche sammeln. Da war noch was. Ja, ich schaff das nicht. Seht ihr, ja? Aber ich will wissen, wo da drüben die Hühner waren. Da oben? Wo ist denn das? Also wie komme ich da hin so? Wo war das denn jetzt? Wo war das? War das hier irgendwo? Hä? Nee. War das... Hä? Ich weiß gar nicht genau, wo das war, muss ich ehrlich gestehen. Das muss ich mir dann gleich erstmal, glaube ich, als erstes angucken. Ja, wie gesagt, ich habe nicht daran geglaubt, dass ich das beim ersten Mal schaffe. Trotzdem schade. Ach, jetzt sind die Dinger hier nicht. Ach, leck mich doch. Ja gut, dann werde ich das Offscreen jetzt nochmal bis zur Herausforderung bis zum nächsten Part machen. Also ich werde mal hingehen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei einem neuen Versuch der Herausforderung. Bis dahin. Tschüss.